Ich will im Folgenden einige Denkanstöße geben, was die Tonerzeugung auf dem Streichinstrument allgemein betrifft. Ich habe es jetzt auf die Gambe bezogen und bei den Darmsaiten ist es wahrscheinlich auch noch viel wichtiger als bei Stahlsaiten. Und zwar, es gibt im Prinzip drei Faktoren, die für die Tonfarbe und für die Tonqualität wichtig sind. Das eine ist die Geschwindigkeit vom Bogen. Das andere ist die Strichstelle. Und dann natürlich die Masse, das Gewicht, wie schwer ich mit dem Arm auf der Saite liege. Ich will jetzt einen kurzen Ausflug in die Physik machen. Bitte um Verzeihung, ich drücke das alles sehr laienhaft und sehr vereinfacht aus. Ich weiß, dass Akustik was sehr Kompliziertes ist. Stellen wir uns einmal vereinfacht vor, die schwingende Saite entspricht jetzt dem Bogen. Die Saite sitzt hier am Steg auf und schwingt. Wenn ich jetzt hier streiche, also weit weg vom Steg, kann ich das relativ leicht machen mit wenig Arbeit, aber ich brauche einen großen Weg. Das ist Hebelgesetz. Wenn ich jetzt dicht am Steg das mache, brauche ich viel Aufwand für den gleichen Effekt, aber weniger Weg.